Servus, liebe Freunde. Heute erwartet euch das Best of vom was ist es, März 2022. Viel Spaß. Ausrufezeichen. Ja, ich bin stolz auf uns. Es hat ein paar Delays gegeben, aber das schieben wir jetzt einfach mal auf unser Kommunikationsprogramm. Das hat einfach zu viele Delays eingebaut. In einem flüssigen Satz haben wir diese Antwort. Wir sind schon Profis, ne? Wir können praktisch unsere. Also ich finde, wir haben die Abwesenheit unseres Hauptanmoderators bei den Best-ofs, nämlich Fabian, gut als Team bewältigt. Gut, wir haben das übertroffen. Also ja, das auf jeden Fall. Da muss Fabi jetzt sich schon anstrengen das nächste Mal, wenn er wieder. Muss er ein paar Liegestütze für machen bis zum nächsten Mal. Ja, das glaube ich auch. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und gehen direkt rein. Ich drücke Play und let's go. Das Intro kenne ich. Alles klar, boah. Oh, gibt es eine Antwort oder gibt es nicht? Ah, ja. Gibt es eine Antwort? Achso, ich muss ja. Es gibt eine Anmod. Das ist die Anmod. Servus. Grüße. Ich hätte schon fast vergessen. Ich war so im Spiel drin. Oh, okay, doch nicht. Entschuldigung. Ja, hallo, ich. Zurück zu PUBG. Größere Gruppe. Alle sagen mal: Hey! 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 Wir sind. Ich halte mal ganz kurz an. Ich will mal festhalten: wir gucken uns die Best-of wirklich zum ersten Mal hier an. Wir wussten jetzt nicht, dass das Anmod-Thema dann tatsächlich im Best-of einfach so weitergeht. Das finde ich gerade gut für uns. Als ob wir es gewusst hätten. Wir haben es gewusst, wir haben es gespürt. Ja? Ja, wir haben es gespürt. Ja, es sind ja auch abgefahren. Wir. Ja, es ist ja, also es geht ja um jetzt, uns. Ist ja, man muss echt sagen: Es war jetzt wirklich, weil Fabi heute nicht da ist. Okay, wer macht die Anmod? Okay, komm, lass uns einen Gag machen. Jeder sagt ein Wort der Reihe nach. Jetzt kommt das. Also, das ist schon. Ja, ist gerade schon geil. Ich war gerade schon ein bisschen so, what? Okay. Ja, und gleich ich hab einen Mund voll, kann ich. Hä? Das ist eigentlich Simon Job. Ja, wenn Simon die Antwort macht, dann mach ich halt den Simon, hä? Was? Okay, finde ich fair. Man kann nie genug Simon haben. So sehe ich das. Sonst wäre das nämlich ein ziemlich kurzer Sprech. Da steh ich für mit meinem Namen. Da wäre jetzt schon vorbei. Ich hab's getrieben auch umgestellt beim Bambus! Hat jemand da vorbei? Ja, vier Leute hinter mir. An der Universität. Oh ja, ich sehe es gerade, wie sie alle da durchfahren. Wo fahre ich denn hin? Simon, kannst du noch was markieren? Ja, am besten fährst du bis da und gleich über die Brücke. Oh! Du... Oder auch nicht. Vergiss es, Mann. Vergiss es. Es ist sehr viel Straßenrennen. Ach, ich dachte, ja, das ist tatsächlich, das muss man sagen, wo Ray das Pech mit den Weasmans hat, habe ich das Pech mit der Disziplin im Regelfall. Das stimmt tatsächlich, ja. Das stimmt tatsächlich. Alle, die heute auf Straße aufgebaut haben, heute einen Vorteil, weil logischerweise das hier ist kein Straßenaufbau. Ich weiß, Surprise, aber... Ich kann auf jeden Fall alle schon mal beruhigen, ja. Die erste Disziplin wird kein Dirt-Rennen sein. Wir fahren ein. Da glaube ich noch nicht. Kein dran. Druck, Lukas, kein Druck. Alles gut. Andi macht es nicht. Another one. So, meine Damen und Herren, dann gucken wir doch mal, was unser nächstes Event ist. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal versichern, es wird kein Dirt-Rennen sein. Yay! Straße. Another one. Ja, aber ich glaube, es steht 1-1 und wie natürlich diese ganze Sache weitergeht, sehen wir im nächsten Rennen und ich kann euch schon mal versprechen, das nächste Rennen wird kein Grip-Rennen sein. Hey, ich sehe ganz viel Sand, aber wir fahren trotzdem mal auf dem Asphalt. Andi, wie stehst du dazu? Ich mache nicht mehr lange mit. Nein, du hast es selber gechinkst, ja? Also, ich meine, du musst es wirklich so sehen. Wir hatten jetzt einen Straßensprint. Und jetzt zweimal Straßenszene. Das heißt, es ist auf jeden Fall, es sind noch auf jeden Fall zwei Rundkurse und ein weiterer Sprint. Richtig. Another one. Ich würde sagen, da das mittlerweile schon Tradition geworden ist, zumindest mal in dieser Folge, das nächste Rennen wird kein Grip-Rennen sein. Also, viel Spaß. Die Motivation so an alle Offroad-Tuner. Ihr habt ja wirklich glückslos gesehen, dass Andi auch die Idee hat. Oder ich erkläre es jetzt schon mal, für alle, die nicht wissen, was es geht. Also, in dem Format Wheelspin, ist es immer so, dass man
am Anfang diese Wheelspins dreht, die es halt gibt in Forza Horizon. Und dann baust du ein Auto auf. Du weißt aber nicht, was für Disziplinen später dran kommen. Deswegen kann es sein, dass du ein Auto für die Straße aufbaust, fürs Gelände, für Schotter, irgendein Allrounder. Und in der Vergangenheit hat sich einfach immer gezeigt, dass Andy, also das, was Andy aufgebaut hat, meistens immer genau das Gegenteil davon dann hauptsächlich gefahren wird. Und genau das hat er in der Folge aufgegriffen, das Thema, als wir die Autos oder unsere Aufbauten präsentiert haben. Und der Gag ist jetzt halt, dass genau das jetzt eintritt, und zwar per Axel Laws, dass er halt einen Offroader aufgebaut hat und sehr viele andere auch einen Offroader aufgebaut haben. Und er sich quasi ja schon entschuldigt hat für alle, die einen Offroader aufgebaut haben, weil es wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir nur Straßenevents fahren. Und genau das ist jetzt halt auch passiert. So, das ist jetzt quasi der Gag. Zieht Andi. Sich ein bisschen lang, muss ich sagen. Aber ja, ich heute definitiv in die Scheiße geritten. Also, es ist halt wirklich so. Ich meine, was soll ich machen? Der Zufallsgenerator lost halt das so aus. Genau, wie ich es gerade gesagt habe, der Zufall entscheidet halt, was für Events kommen. Man kann jetzt aber schon mal festhalten, es sind nur noch zwei Rundkurse im. Ja, und ich treffe einen. Another one. Ja, dann würde ich sagen, ich schmeiß mal den Zufallsgenerator an. Ich habe ein bisschen Angst. Aber, Ja, gut. Ich bleibe einfach beim Spruch. Es ist kein Griprennen übrigens. Alter. Wir sehen uns gleich beim Finale. So, also, was wäre wenn? Machen wir es mal komplett. Die neue Multiplayer-Serie. Tatsächlich würde das 6-Event, wenn wir es denn fahren würden, ein Kripprennen sein. Was? Was? Nee. Ja, das ist unmöglich. Ich mach das nochmal neu. Das ist krass. So lange. Würden wir ein 7. Rennen fahren, dann haltet euch fest, wäre das ein Querfeldeinrennen. Und beim 8. Event wäre es tatsächlich wieder ein Kripprennen. Hast du die Mobbing-Edition von und das neunte Event, haltet euch fest, wer wieder querfällt ein. Wenn du irgendwo mal noch bist. Hast du gerade geschossen? Ja, nee. Au! Jetzt habe ich geschossen. Ha! Was hätte ich schön hingekriegt? Was nochmal schön machen? Ich weiß, was passiert. Ich kann's mir denken. Wendekreis auf dem Steg dann doch unterschätzt. Nein! Verdammt. Aber ich will halt nicht in den Fluss fliegen, weißt du? Oder in den Stausee. Nicht schließen. Ja, das war halt, ja. Jetzt. Ja, das war klar. Jetzt passiert es. Jetzt war ich viel zu schnell. Aber gut, da muss man halt stehen bleiben und hoffentlich nicht erwischt. Hey, du wurdest nur dreimal bisher von uns brutal getroffen, ja? Das war jetzt gerade richtig geil. Oh, wie gut. Glück als Verstand. Das Design ist echt geil. Ich bin nur da reinlaufen und bin weg. Ah, die ersten 5 Schüsse habe ich daneben gesetzt. Links oder Mitte. Die Reaktion war geil und die Situation war geil. Boah, fuck. Fuck. Das war jetzt 20. RIP. Ja, haben wir. Ja, BMW ist obligatorisches U-Rein. Ich bin komplett abgestürzt. Aber sind wir doch ganz gut aufgestellt. Knapp über 700 PS, also nochmal fast 100 PS mehr. Aber ordentlich weniger Leistung, neues Fahrwerk, das ja, mal wieder ist doch typisch, genau, man verstricht sich. Ja, Junge. Ja. Das war jetzt echt ein Kampf ums Überlegen, Leben, ey. Überlegen. Ums Überlegen, ja, ob ich jetzt Gas geben soll oder nicht. Reparaturfenster geht auf in 5, 4, 3, 2, 1. Hast du jetzt gerade Reparatur gesagt? Ja, Kaffeepause. Ich habe Temperatur verstanden. Ich dachte so, was für ein Temperaturfenster? Das Temperaturfenster der Reifen. Ja. Komm mal ein bisschen runter, kühl dich mal ein bisschen ab. Ja, ist ja egal. Du bist ja, ob jetzt Kaffeepause ja, oder Temperatur. Gesagt, Temperaturfenster, oder? Genau. Ja. Reparaturfenster, jetzt sage ich es auch schon falsch. Was meinst du? Hat das gesagt? Bin mir auch nicht gerade sicher. Er hat Temperaturfenster gesagt. Ja, ich habe es nämlich auch so verstanden. Moment, das hören wir uns nochmal an. Weil
Matthias, erstmal der Versprecher nochmal. Ordentlich weniger Leistung, neues Fahrwerk. Das ist doch genau der richtige Schritt. Junge. Das war jetzt echt ein Kampf ums Überlegen. Leben, ey. Überlegen. Ums Überlegen, ja. Ob ich jetzt Gas geben soll oder nicht. Reparaturfenster geht auf in 5. Ach nee. Ja, doch, ein Reparatur. Okay. Reparatur gesagt, ey. Aber man kann Temperatur verstehen. Hast du jetzt gerade Reparatur gesagt? Sind wir uns ja, Kaffee. Ich dachte so, hey, was für ein Temperaturfenster? Komm mal ein bisschen vor. Komm mal ein bisschen runter, kühl dich mal ein bisschen. Das ist ja jetzt Kaffeepause. Da passiert sonst nichts mehr, glaube ich. Temperaturfenster, genau. Reparaturfenster, jetzt sage ich es auch schon falsch. Hast du mal sehr neuzig gemacht, wenn du die Kurve quer fährst? Oh, das liegt an der fehlenden Euro. Ich sage ja immer, fährst du quer, hast du weniger Reifen. Oh Gott. Das ist aber lenken. Passt das Sprichwort. Passt. Ja, das ist mein Sprichwort. Ich finde es viel besser. Ja, wenn es einmal reicht und achtmal nicht, dann hat es sich wenigstens einmal gelohnt. Richtig. Jetzt kommt mal wieder mal eine Weisheit mit Ray, weil Vince gerade gemeint hat, verkackt. Gehen wir mal näher ein auf dieses Wort. Bedeutet das denn auch, wenn ich mein Geschäft neben die Kloschüssel setze, ist das dann auch noch verkackt? Ja, gut. Okay. 500 Kilometer, Martin. Hast du schon wieder nicht Paris getippt? Wieso? Oh. Nein, er hat Bordeaux getippt. Martin. Bordeaux. Boah, weißt du, wie Bordeaux aussieht? Warst du schon mal dort? Ich weiß ja so nicht, wie Bordeaux Martin nicht aussieht. So nicht. Den trinke ich nur, da gehe ich nicht hin. Ja, als das war klar. Trinkst. Ich würde gerne einmal sehen, dass du den trinkst. Ein Pinot? Tja. Zum Glück geht's ja nicht um Trinken. Das ist scheiß Frankreich, ey. Eine Minute, 37 Sekunden später. Martin hat gar nicht getippt. Was war denn in Frankreich nicht mehr? Martin hat nochmal Bordeaux genommen. Vielleicht wäre es diesmal Bordeaux gewesen. Martin ist raus. Martin ist raus? Martin, was ist los? Hey! Martin hat's rausgekickt. Nee, du bist nicht im Team Friendly Fire. Achso. Das sind nur Bonnie und Clyde hier. Obwohl du auch ein Clyde anhast. Bonnie und Clyde. Wow! Die sind auf einer Fortbildung. Ah. Eine Fortbildung? Die fahren doch Chevy. Das Lachen, Alter, die Lache ist so hart ansteckend. Das ist unglaublich geil, Alter. Aber die Szene, wo das ja her ist, diese CS-Szene, die ist aber auch echt geil. Fabio so läuft geil, da so gerade los, zack, Headshot und Martin kommt da gerade zur Seite. Martin ist alleine von Beginn der Runde, aber Schuss muss erstmal Fabian auslachen. Ja, er hat den ersten Schuss kassiert kurz und dann ist er weitergelaufen und bam, direkt Headshot. Den hier, einen wilden Mikro. Alex Simon. Hallo. Herr Pirsch. Nicht zu verwechseln mit der Balz. Vielleicht sich an und wird jetzt von der Zone überrascht. Auf die gefräßige, hab ich ja gar nicht geachtet. Die gefräßige blaue Zone, auch bekannt als Martins Tod, kommt für ihn jedes Mal überraschend. Oh, das Auto ist weg. Ja, guck mal, er ist weggefahren. Das Auto war doch nicht kaputt. Martin, ich weiß nicht, ob du wirklich deine Überlebenschance damit erhöhst, mit dem, was du jetzt vorhast. Oh nein. Natürlich, Simon. Also, hallo. Karte wählen. 1, 2. Warte, was hat er gemacht? Der hat zum Motorrad gerannt. Der ist zurückgerannt. Ach so, ich dachte, das wäre deine Sicht. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, aber hat es funktioniert oder ist es schief gegangen? Nee, Simon war ja schon tot. Das war schon tot. Ach so, du hast ihm zugeguckt. Ja klar, links oben steht ja auch Rampage. Ja, links unten. Ich sehe ja links unten. Ich bin tot. Ja. Hab das gar nicht gerafft. So, hä, warum komme ich hier? Okay. Hallo. Ja, Karte wählen. 1, 2 oder 3. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Achso, ich krieg nur einen von denen. Uff. Lasst uns keine Bäume treffen. Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Doch ich versuche es trotzdem. La 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 la. Also gehst du auch jetzt ein bisschen so auf die Fuchsjagd und so, ne? Ja, klar. Was man halt so macht, ne? So als englischer Hochadelsgebäudebesitzer.
Und was machen die Lehenschaften in Panama? Die florieren, Martin. Die florieren. Ich sag dir, Lord Winterton ist hoch angesehen. Er tut viel für die Community da. Mach mal kurz Pause. Achso, das geht zurück auf den Gag. Das ist, boah, Martin, wann war das? Gamescom 2014? 2014, 2013, ja. 2015, irgendwas um den Dreh. Um den Dreh rum. Wir waren an dem Abend, da haben wir einmal ein Hotel in der Nähe von der Messe gehabt, anstatt in der Altstadt. Und dann waren wir in der Altstadt und haben alle zu viel getrunken und mussten einen langen Weg zurücklaufen. Das war dann Kneipentour, oder? Das war die Fabians 5 Kneipentour, war das, glaube ich, der Abend. Ich glaube, ja. Und dann, das war auf jeden Fall die Gamescom, wo ich nicht dabei war. Genau, das war die Gamescom, wo du nicht dabei warst. Und dann sind der Martin und ich irgendwann angefangen, mit riesen Schritten so richtig zu schreiten. Und der Arnold hat sich drüber lustig gemacht, was wir denn so sind. Und dann ging es halt los, so, ja, ja, doch, das läuft man so als Lord. Und, ja, wo seid ihr denn Lord? Ja, wir sind, ich bin mir natürlich Lord Winterton mit meinen Liegenschaften in Panama. Okay. Das ist so gut. Abend geredet, wenn du meinst, nicht, wenn wir da gelaufen sind mit so riesen Schritten. Ich kann es jetzt leider nicht vormachen. Ich habe jetzt gerade keinen Platz, aber ich habe Bilder im Kopf. Wir können uns das alles bildlich vorstellen. Seitdem ist ein stehender Begleiter. Der Lord Winterton in Panama, der hält sich da, Jungs. Der hält sich da, ja. Panama Papers hin oder her. Das floriert da, was der mit seinen Liegenschaften da macht. Ja. Da wird der alte Gag durchgezogen. Ja. Nein, mein Spiel ist gecrashed! Nein! Man merke, erzähle nicht zu viel Quatsch am frühen Morgen. Müssen wir da dann mit Sekt einsteigen? Du kannst gerne in deinen Sekt einsteigen, Martin. Ja, machst du so einen großen Zuba, füllst du mit Sekt auf und dann steigst du rein. Gar kein Problem. Oh nein, das ist nicht so. Das ist Sekt. Nein! So eine Sektbadewanne, so eine Champagner-Badewanne wäre auch geil. Aber warte doch! Das ist doch so klebrig, oder? Da kannst du nachher erstmal 10 Tage trinken, ey. Ich habe so ein Bild wie Martin nackig in der Wanne liegt mit Sekt und mir so zuzwinkert so. Na? Ist krank, ne? Ein Dach ist noch einer. Welchen Dach? Auf dem. Unten blauen war noch Dach. Aufpassen. Aufpassen. Natürlich, wie er mich perfekt getroffen hat! Das war gut. Also. Oh. Und nochmal. Okay, das muss ich nachgucken. Das war deine eigene, glaube ich. Die ist einmal eingelagert an der Mauer. Das war meine eigene. Also, wie er mich getroffen hat. Und nochmal! Muss ich nachgucken. War deine eigene. LOL. Und dann gucken wir mal, was da jetzt passiert. Sehr unglücklich. Alles klar. Das ist der Anfang von Gran Turismo 7 übrigens. Ich hoffe, ja. Das ist das allererste, was du da machst. Hier schalten. Okay, die Tastenbelegung muss ich oben ändern. Es hat mich schon leicht überrascht, muss ich sagen. Nice. Dass mal ein Klassik-Rennen fährt. Ja, willkommen Gran Turismo. Da ist alles ein bisschen anders, was man sonst von anderen Rennspielen kennt. Ist doch wohl geil. Ich finde es geil. Ich weiß jetzt schon. Die Musik ist auch geil. Ja, ist auch geil. Ja, die Music Rally. Nice. Man hört halt vom Auto gar nichts. Da gibt es ja mehrere Kapitel. Aber das ist wohl nicht so wichtig. Ach, das hatten wir doch schon mal, das war's. Oh, mein Gedächtnis ist so schlecht. Das war bestimmt Bordeaux. Nee. Scheiße, mein Gedächtnis ist so schlecht. Mein Gedächtnis ist so schlecht. Das kann doch jetzt nicht sein. Ja, ich schau nicht mehr, oder? Ich weiß es, sonst wäre er nicht so still. Ja. Ich weiß nicht. Jetzt kam eine Runde davor, kam dasselbe Video. Und Demenz. Oh. Ich glaube, ich weiß es. Ja, doch, ich glaube, ich weiß auch noch. Nein, ich weiß es nicht! Nein, ich weiß es nicht! Ich wusste es doch! Nee. Okay, dann hier way runter mit dir. Nee. Nein! Ja, und du bist nicht sicher. Nee. Das ist halt der beste Play, wenn einer dich wegdrücken will, gehst einfach ins Pausenmenü und. Simon will aber noch eine Runde. Dann spielen wir noch eine Runde. Das ist ja viel nach 11, natürlich machen wir noch eine Runde. Was? Wer hat an der Uhr gedreht? Lol, meine Uhr ist noch nicht umgestellt. Wir haben kurz nach 12 Ja, die Uhr, die ich als Maßstab genommen habe.
Aber immerhin, der Stream hat rechtzeitig begonnen. Also auf irgendeine Uhr hast du halt rechtzeitig geguckt. Ich hab echt an dem Morgen gedacht, warum geht der Stream eigentlich so lange? Es fühlt sich schon so spät an. Ja. Ja. Das ist krass, ne, wenn man sich dann da so drauf verlässt. Ja. Ja, ja. Ja, erstmal Dankeschön, Bär. Waren ein paar lustige Stellen dabei. Aber es gab auch ein paar Stellen, wo ich sagen musste, ich glaube, die hätte ich eher sogar weggelassen. Also gerade die Szene mit der Wheelspin-Szene, die ich ja auch erklärt habe, die war, glaube ich, schon zu langwierig, fand ich. Oder wie fandet ihr die? Also ich fand sie selber nicht so lustig. Ja, ja, wenn man, vor allem, wenn man halt nicht drin ist in dem Ja, und selbst wenn man drin ist, fand ich sie nicht so lustig. Also hätte man sie auch irgendwie kürzen oder so müssen irgendwie, weil der Gag ist ja dann schon weg gewesen. Ja, er geht halt wahrscheinlich drauf ein, was ihm halt auch eingeschickt wird, ne? Und dann die freut sich auch. Ja, klar, aber da muss man ja dann manchmal auch konsequent sein und sagen, nee, okay, das ist jetzt halt echt nicht lustig oder lustig. Okay, aber trotzdem, finde ich gutes Feedback, aber wir müssen ja lustig jetzt, also ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir die Abmod genauso machen wie die Anmod vorhin. Das würde ich auf jeden Fall einlegen. Okay, dann diesmal von hinten nach vorne. Ich würde aber sagen, pass mal auf, Bunte und Tinte waren letztes Mal leider nicht dabei. Ich würde aber sagen, wir machen das, aber wir machen zusätzlich die Abmod auch noch so wie beim letzten Best-of. Okay. Und deswegen, Rampy, du weißt, was du zu tun hast, du warst dabei, deswegen du fängst einfach an. Aber die Person, die das jetzt machen muss, ist ja gar nicht da. Ist egal, du fängst einfach an. So wie die Person da auch angefangen hat. Kurze Frage noch dazu. Hast du im letzten Video Fabian kleiner geschnitten, als er im vorletzten war? Kurz nur zur Information. Ich hab's überlegt, das zu machen. Den Gag habe ich noch im Hinterkopf gehabt, aber ich hab's dann doch nicht gemacht. Ja, gut. Weil wir waren eh nur zu dritt und dann hätte das sehr komisch gesehen. Ja, ich wollte nur fragen, weil dann, also ich zieh's durch. Also ich meine, dann. Ja, dann das ich wollte gucken, ja, ich jetzt auch wieder in deiner. Ob ich noch einen Maßstab, weißt du, ob ich einen Maßstab suchen muss, ob du es kleiner gemacht hast. Kannst du wieder von deinem letzten Maßstab. Alles klar. Nee, wollte ich nur kurz noch wissen. Danke. Ja. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie Fabi die Abmord angefangen hat. Soll ich die Einleitung machen, dass du das erste Wort sagen kannst? Ja, wäre vielleicht ganz gut, ja. Okay, ich weiß aber nicht, ob ich es dann sagen kann. Ob ich mal ja, Alter, wir wissen gar nicht, um was es geht. Das fällt dir schon wieder ein. Ja, das ist jetzt euer Problem. Ihr hättet ja halt die Track vom Best-of gesehen. Also, und mit diesen Worten verabschiedet sich Rampy mit den Worten, oder mit dem Wort. Tschüss. Perfekt. Okay. Wahnsinn. Meisterleistung an Sprachakrobatik zwischen uns wieder, wie am Anfang. Und ja, Martin hat es mit einem Wort beendet. Das ist doch ja. Super. Also ich bin richtig stolz auf ihn. Also nicht nur auf ihn, eigentlich auf alle. Vor allem auf Pascal und mich. Wir haben das praktisch ohne Vorübung, ohne zu wissen, on point das delivered. Und bei diesen komplexen Sprach... ja, wir war, was da Fabian manchmal von sich gibt, ist das natürlich eine Meisterleistung. Richtig. Ja. Also, hier den kleinen Fabian, ihr seht ihn da in der Reihe. Wenn ihr nicht seht, dann habe ich es übertrieben, aber ich schätze mal, irgendwo werdet ihr ihn schon noch sehen. So groß ist er. Also, ja, mit diesen kleinen Aussichten, lieber Leute. Danke an Bär fürs Best-of. Es gibt ein neues Thumbnail vom Best-of. Schaut mal bei Bär vorbei, dann könnt ihr es euch angucken. Ja, das sieht man wahrscheinlich auch schon im React-Thumbnail, aber ja. Möglicherweise. Dann müsst ihr das halt nochmal zurückspulen. Ja, richtig. Gut, liebe Leute. Ich rede jetzt viel zu viel, aber dabei hat Martin on point delivered. Eigentlich hat Martin schon längst beendet. Ich, weiß ich nicht, darf nichts mehr sagen. Ich habe mich schon verabschiedet. Ja, ist richtig. Ich auch quasi.